Herzlich willkommen, Freunde, hier zur neuen Folge Rideouts. Heute gibt es eine kleine, schmackige Roomtour. Ich zeige euch mal ein bisschen unsere kleine, aber feine Werkstatt. Verzeiht mir bitte ein bisschen das Chaos, was hier ist. Ich habe noch versucht aufzuräumen, aber naja. Aber hier wird ja auch geschafft und da gibt es halt auch mal ein bisschen Dreck. So, würde ich sagen, legen wir mal los. You can try and kill me, try and calm me down. Shoot your pistol at me, I'll laugh at the sound. So, Freunde, jetzt will ich euch erstmal, bevor wir uns hier so ein bisschen umschauen, will ich euch erstmal sowas erzählen. Was ist denn hier das Gradwerk überhaupt? Was machen wir hier? Wer sind wir? Ich rede immer von wir. Eigentlich ist das Ganze ja meine Garage, meine Werkstatt, die ich vor einigen Jahren so ein bisschen aufgebaut habe. Allerdings ist das mehr mit dem Grundgedanken so von einer Community-Garage. Das heißt, wir haben aktuell noch drei Arbeits- bzw. Stellplätze hier in der Werkstatt, wo man sich einmieten kann. Und der Gedanke dabei, der Grundgedanke ist einfach, dass es ja viele gibt, die schrauben wollen oder die irgendwas an dem Motorrad machen wollen, umbauen wollen etc., aber einfach den Platz nicht haben oder das Werkzeug nicht haben oder halt auch die Erfahrung nicht haben. Ich selbst habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, also und daher kam das halt, dass man sich so ein bisschen unterstützen kann, ja, wenn die Jungs sich alle hier so treffen und gemeinsam am Schrauben sind, ja, man hat immer eine helfende Hand parat und kann auch mal sich mit Ideen austauschen und sowas und sich halt damit gegenseitig unterstützen und deswegen rede ich halt auch immer von wir, also wir sind keine festgelegte Gruppe von Leuten, sondern das variiert dann halt auch immer mal. Ja. Aktuell sind zwei Stellplätze nur belegt, der eine von mir mit der kleinen Yamaha, die jetzt bald fertig ist, und der andere noch vom Phil. Und das wird dann auch die nächste Zeit dann wieder rotieren. Dann kommen eventuell neue Leute rein, Leute, die ich schon mal gesehen hat und so. Und so hat man da immer, denke ich, eine ganz schöne Mischung an verschiedenen Charakteren, wodurch dann halt auch die besten Arbeiten quasi bei rumkommen. Ne? Bevor wir jetzt hier noch länger einfach nur langweilig rumsitzen und ich euch voll habe, würde ich sagen, drehen wir gleich mal eine Runde und ich zeige euch alles, okay? So, Freunde, da sind wir auch schon. Direkt mal hier drüben im Werkstattbereich bzw. Arbeitsbereich. Ja, das Ganze hier ist aufgeteilt in zwei Räume, zu dem da drüben. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Hier drüben ist so der reine Werkstattbereich. Haben wir hier auf der Seite haben wir unsere Regale, wo jeder seine Fächer hat und so weiter, wo er seine Teile für die Umbauten und sowas zwischenlagern kann, was ablegen kann und so weiter, ja, was man so alles braucht. Dann haben wir hier auch noch die allgemeine diverse Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, kleines Schweißgerät. Da unten vieles an Teile und sowas, die halt immer mal so anfallen. Hier verschiedene Griffe, was noch übrig ist, Halter. Da unten unsere Blechreste, wenn irgendwo was gebaut wird und sowas. Und dann feuern wir das halt da rein, falls man mal irgendwo mal wieder einen Streifen braucht. Ja. Hier oben drauf haben wir auch unseren kleinen Kompressor. Und direkt hier nebenan haben wir unseren kleinen Giftschrank. Vielleicht mal einen Blick reinwerfen. So, da oben hier Bremsflüssigkeit, Batterie, Säure, Öle und so ein Kram. Hier so ein bisschen Reinigungsmittel, Poliermaterial. Da so hier so gängige Sachen wie jetzt WD-40, keine Werbung an der Stelle, Startpilot und so weiter. Hier unten noch ein paar Lackdosen, Spraydosen. Ja, was man halt so alles braucht, nicht wahr? Dann hier hinten mal mein kleines Chaosregal mit Teilen und Sachen, die sich bei mir halt so angesammelt haben. Stellenweise sind hier auch Sachen dabei, die ich mal so fürs Haus brauche oder so Schrauben, irgendwelche Scharniere oder sonst irgendwas. Das also hat nicht alles unbedingt was mit Motorrädern zu tun oder Motorradteilen. Da sind auch diverse andere Sachen mit dabei. Ja, schwenken wir mal hier rüber. Hier stehen noch ein paar Teile von Phil für sein nächstes Projekt. Das wird definitiv spannend. Da nehme ich euch wahrscheinlich auch mit. Muss ich vorher mit ihm mal abklären. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr genial. Ja. Ja,
einmal hier mal rum. Dann kommen wir hier an unseren Tisch. Hier eine kleine Ständerbaumaschine und kleiner Schleifbock. Dann, ja, ganz wichtig, ne? Safety first, Schutzbrille dran. Ich bin mir auch sicher, dass die Jungs sich alle dran halten, vielleicht. Ja, hier drunter geht so ein kleiner Wuchtbock rum. Ein Leder für Motorräder zum Aufbocken. Dann einen kleinen Wagen, wo wir Ladegeräte drauf haben. Und eine Batterie zum Fremdstarten. Dann hier diverses Material, Klebebänder und so weiter. Schleifpapiere sind da noch. Hier in dem Regal haben wir unsere ganzen Ladegeräte stehen. Diverse kleine Maschinen, die man immer mal so braucht. Ja, und halt die gängigen Sachen dazu. Hier, glaube ich, ja genau, diverse Messwerkzeuge drin. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Hier Gewindeschneidsätze. Hier sind Bits drin, Schleifsteine, Senker, diverse Zollnüsse noch, die man ab und an mal braucht. Ja, hier bei der Werkbank. Das hier ist so der Elektrikbereich. Hier haben wir verschiedene Kabel in den verschiedenen Farben und verschiedenen Querschnitte. Dann hier Schrumpfschlauch und Steckersortiment und Kram, der noch so irgendwie rumfliegt, den man eventuell mal verbauen kann. Ja, ein paar Werkzeuge dazu. Das ist mein aktueller Schaltplan von der Yamaha. Ja, ich kann mich ein bisschen näher auffangen. Ja, komplett aufs Minimum reduziert, was wirklich nötig ist. Dann haben wir hier so ein bisschen den Allgemeinwerkzeugbereich an der Wand. Also von Imbusschlüsseln über Ringmaulschlüssel. Ratschenringschlüssel ist eine ganz feine Sache. Hab ich mir mal zugelegt. Ja, dann diverse Zangen, Hammer, Schraubenzieher-Sets, Feilen, Sägen, was man halt so alles braucht. Ne? Und hier drüben am Ende der Werkbank geht es dann schon rüber in den anderen Bereich. Da nehme ich euch auch gleich mal mit hin. Hier dient mehr so als Garage. Und da hinten haben wir unsere Sitzecke und so, da kommen wir gleich mal dazu. Ja, hier unten ist der Platz von meinem lieben Rocky. Der liegt jetzt allerdings drüben im Garten und lässt sich so ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen. Da steht meine Suzuki. Dann haben wir hier unsere kleine Sitzecke mit dem schicken Recaro-Stuhl. Tisch, Sitzbank, Rucksack. Hier, gute alte Kübelspritze. Safety first, ne? Die Reifen hier, nicht wundern, die kommen bald weg, die kommen auf ein Auto drauf. Da oben unsere Dartscheibe. Hier drüben steht auch noch ein Recaro-Stuhl rum. Der braucht allerdings noch ein Untergestell. Das werden wir auch mal bei Zeit irgendwann demnächst bauen. Ganz wichtig natürlich, hier, Kühlschrank, Musikanlage, so eine, ja, das Geländer hier, so ein bisschen wie eine kleine Theke, liegen immer mal so diverse Zeitungen, Kataloge und so, was die Leute halt anschleppen, liegt hier so rum, da kann man auch mal sich ein bisschen bilden, ja, nicht immer nur YouTube gucken. Dann haben wir hier vorne, haben wir noch unsere Spinte. Da hat dann auch jeder seinen eigenen. Hier, das ist meiner. Ja, auch nichts Besonderes. Einfach ganz normale Blechspinte. Hier oben stehen noch meine Helme rum. Alle drei. Ja. Dann geht's hier runter. Darunter geht's in den Keller. Allerdings gehen wir da nicht runter, weil wenn ihr dachtet, dass es hier oben schon chaotisch aussieht, also das da unten top nochmal alles. Ne? So, Freunde, im Großen und Ganzen war es das jetzt mit unserer Roomtour, ja, hier in unserer Garage, in der wir am Werkeln sind und so weiter. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen, ihr könntet ein bisschen was mitnehmen und was erfahren. Und ich denke, die nächsten Folgen werden wir dann auch mal wieder ein bisschen auf der Straße unterwegs sein. Nehme ich euch mal bei den Fahrten mit. Und wenn ihr nichts verpassen wollt natürlich, abonniert den Kanal. Und bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.